Ja, herzlich willkommen. Ich denke, wir starten. Wir sind ja zeitlich eng getaktet. Herzlich willkommen zum Panel Besser heizen, fair und erneuerbar zum Thema Wärmewende. Das Heizungsgesetz ist verabschiedet. Sie haben das alle mitbekommen. Aus Klimaschutzsicht war es überfällig. Sie kennen wahrscheinlich alle die Zahlen. 30% des Endenergiebedarfs wird für Raumwärme verbraucht und nur 15% davon sind erneuerbar. Das heißt also, der Handlungsbedarf ist riesig. Das Ziel ist nach wie vor, klimaneutrales Heizen bis 2045 zu erreichen. Wärmewende ist eigentlich ein Projekt, was ein gesellschaftliches Projekt sein müsste, wo alle mit anpacken, weil alle in der einen oder anderen Form vom Heizen betroffen sind. Allerdings sage ich Ihnen auch nichts Neues, wenn man feststellt, dass das Heizungsgesetz eines der umstrittensten Vorhaben der Ampelregierung geworden ist. Also Aufbruchstimmung ist vielleicht ein bisschen anders. Und wir wollen heute darüber reden, wie wir das vielleicht ändern können. Wie kann die Energieeffizienz zügig verbessert werden und wie können wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Wärme umstellen? Wie vermeiden wir soziale Schieflagen und vor allem, wie schaffen wir eine Wärmewende als gesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt und wieder Aufbruchstimmung in dieses Thema reinzubringen? Wir haben ja ein spannendes Panel zu diesem Thema, was ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung und beschäftige mich schon etwas länger mit dem Thema Wärmewende. Und ich habe vier sehr spannende Gäste hier auf dem Podium, und zwar zwei Praktikerinnen der Wärmewende. Das ist zunächst ganz außen Birgit Schweckle. Birgit Schweckle ist Geschäftsführerin der Energieagentur Kreis Karlsruhe seit 2008. Sie hat Architektur studiert und war außerdem 10 Jahre Hochbauamtsleiterin in Heilbronn, im Landkreis Heilbronn. Und Frau Schweckle wird gleich sich unserem Thema aus der Sicht der grünen Fernwärme annähern. Herzlich willkommen. Aus dem Ruhrgebiet angereist zu uns ist heute Burkhard Drescher. Burkhard Drescher ist seit 2011 Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH. Die ICM hat in der Zeit, also ihrer Projektlaufzeit, einen Masterplan für die klimaneutrale Modellstadt Bottrop entwickelt und auch das Ziel erreicht, innerhalb von 10 Jahren die CO2-Emissionen im Gebäudebereich um die Hälfte zu senken. Und dazu wird Herr Drescher uns gleich ausführlich berichten. Das heißt, das startet mit der energetischen Gebäudemodernisierung. Herr Drescher hat auch einige andere Stationen durchlaufen. Er war unter anderem Oberstadtdirektor und Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen. Also eine lange politische Geschichte, die jetzt also in die klimaneutrale Stadt sozusagen gemündet ist. Herzlich willkommen. Wir werden nach den Praxisbeispielen noch eine allgemeine politische Runde haben und haben dazu zwei Gäste eingeladen, die bestimmte Sichtweisen auf die Wärmewende vertreten und auch mitgewirkt haben in der einen oder anderen Weise durch Stellungnahmen am Gebäudeenergiegesetz. Und zwar haben wir als Vertreterin von Mieterinteressen Melanie Weber-Moritz. Sie ist seit 2019 Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes. Zuvor hat sie den Fachbereich Umwelt bei der Verbraucherinitiative geleitet und war Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz. Seit 2021 ist sie außerdem Mitglied im Verwaltungsrat des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Herzlich willkommen. Und last but not least haben wir einen Vertreter der Energiewirtschaft sozusagen, und zwar einem Teil der Energiewirtschaft, nämlich der Stadtwerke. Jan Wullenweber ist seit 2016 beim VKU, beim Verband Kommunaler Unternehmen, tätig. Zunächst als Fachbereichsleiter Wärmemarkt und jetzt als Bereichsleiter Energiesysteme und Energieversorgung. Ja, auch Ihnen herzlich willkommen.
Ja, ich würde jetzt gerne mit der ersten Runde starten, und zwar mit unseren Praxisbeispielen, wo wir eben diese beiden Seiten, die man ja immer braucht für die Wärme, uns nochmal genauer ansehen. Und zwar zum einen der Ausbau grüner Fernwärme und zum anderen energetischer Gebäudemodernisierung, wo man dann natürlich auch die Wärmeversorgung drauf aufsetzen kann. Und würde jetzt Frau Schweckle bitten, also Sie initiieren im Landkreis Kreis Karlsruhe erneuerbare Wärmeprojekte mit weitgehend regenerativer Wärme und beraten die Kommunen, helfen denen, sowas aufzusetzen. Was brauchen Sie, was sind Ihre Erfolgsfaktoren? Ja, die Bühne ist Ihre, wir starten die Präsentation. Ja, genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sprechen kann. Und ich vertrete eine der 35 regionalen Energieagenturen, die es im Land Baden-Württemberg gibt. Das sind Einrichtungen von Stadt- und Landkreisen. Und ja, uns gibt es, also wir werden jetzt 15. Und es gibt viele Agenturen, die auch älter sind. Und es ist ganz wichtig, dass es hier einfach einen Kümmerer vor Ort gibt, der auch die Kommunen dann letztendlich betreut. Genau, das ist ein bisschen unsere Geschichte, 2008 gestartet. Wir haben 2019 ein georeferenziertes Klimaschutzkonzept erarbeitet mit einem Wärmekataster schon damals, weil ich komme aus dem kommunalen Umfeld. Mir war klar, es gibt nicht nur eine Stromwende, und das war in Baden-Württemberg leider viel zu lange, sondern es gibt auch die Wärmewende. Und aus dem Grund haben wir seit 2010, wie gesagt, und dann seit 2012 aktiv Energiequartiere bearbeitet und umgesetzt, immer mit dem Fokus auch Wärmewende, neben dem Thema Gebäudesanierung. Und ja, einfach mal so ein Eindruck, wie viele Projekte wir angegangen, umgesetzt, die waren nicht alle erfolgreich. Wir haben aber auch 5 Modellprojekte auf Bundesebene und Landesebene gewonnen, durch unsere partizipativen Ansätze und Akteursbeteiligungen. Wichtig ist, und das ist eine Schlüsselrolle und auch eine Vorbildfunktion der Kommunen und des Landkreises, also der Landkreis hat 2014 einstimmig beschlossen, bis 2050 klimaneutral zu werden und seit 2021 sogar bis 2035. Ich glaube, das sind die politischen Beschlüsse, die Rahmen, die brauchen wir. Die Kommunen sind nachgezogen. Und wichtig sind natürlich auch dann in Prozesse zu gehen mit den Kommunen, mit dem Landkreis und noch enger an die Kommunen ranzukommen. Und deswegen wurde ein Klimaschutzverein gegründet. Alle Kommunen sind in diesem Verein beteiligt und sind Gesellschafter bei uns als Energieagentur. Wir haben neben dem Landkreis und dem Verein auch noch 3 regionale Stadtwerke, sind also 100% kommunal, sind die Schnittstelle zu den Kommunen, aber auch zu den Versorgern, um auch wirklich in der Praxis auch umzusetzen. Und wir als Energieagentur, wir sind 20 Kolleginnen und Kollegen aus allen Querschnittsbereichen. Ich sage immer, wir sind so die Motoren, wir treiben an, wir bringen Akteure zusammen und wir legen auch immer den Finger in die Wunde. Genau, und das ist eigentlich, glaube ich, unser Erfolgsrezept. Und wir wissen schon sehr lange, dass es im Oberrheingraben eben ein Riesenpotenzial an Tiefengeothermie gibt. Und ohne Tiefengeothermie keine Wärmewende in der Region, das haben wir rausgearbeitet. Da muss die Bürgerschaft mitgenommen werden. Es gibt hier natürlich viele Skeptiker, die sagen, nein, bitte nicht vor meiner Haustüre. Aber ich denke, die Projekte werden es zeigen, dass es erfolgreich sein kann. Und wir brauchen auch hier eine interkommunale Zusammenarbeit. Die einzelne Kommune wird es nicht leisten, sondern nur die Region zusammen. Und ich spreche bewusst von der Region. Also wir sind als Landkreis Karlsruhe ein Kragenlandkreis. Wir umschließen den Stadtkreis Karlsruhe. Und hier ist es extrem wichtig, dass die Regionen hier zusammenarbeiten. Und das machen wir jetzt auch schon seit Jahren intensivst. Wir haben auf die gesamte Region, auf den gesamten Landkreis, wie gesagt, dieses Wärmekataster. Wir haben aber auch ein Stromkataster. Wir kennen gebäudescharf Daten, also Verbrauchsdaten, Schornsteinfegerdaten haben wir eingefordert. Wir haben einen Solaratlas, alles gebäudescharf. Also wir haben eigentlich einen kommunalen Wärmeplan auf Landkreisebene und den schon sehr lange. Den schreiben wir stetig fort. Wir füttern diesen Energieplan mit Daten. Wenn ein Kollege, der Unternehmensberatungen macht, bei Unternehmen war, dann pflegt er Daten ein. Also es werden alle Daten ständig eingepflegt. Wir erstellen daraus auch Bilanzen. Aber das Wichtige sind die Maßnahmen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist unser regionales Wärmeausbauszenario.
In der Region Karlsruhe sollen bis zu 10 Tiefengeothermie-Bohrungen in den nächsten Jahren entstehen. Aktuell haben wir schon eine seit 15 Jahren und aktuell gibt es noch eine weitere, die hat jetzt auf 4000 Meter abgetäuft, auch erfolgreich. Und es werden weitere Standorte entstehen. Das ist aber so viel Wärme, das sind 40 MW, die erwartet werden, 200 Grad, die gilt es zu verteilen. Insbesondere in die Regionen, Sie sehen hier den Osten, der nicht in diesem Potenzialgebiet liegt, aber sehr viel Industrie hat. Und das ist einfach dieses politische Szenario, was wir im Kreistag auch verabschiedet haben, dass einfach klar ist, wir brauchen eine regionale Verteilung dieser Potenziale. Und wir brauchen parallel natürlich auch Ortsnetzausbau, also das wird alles parallel vorangetrieben. Wir haben im Moment 20 kommunale Wärmepläne entweder schon abgeschlossen oder in der Bearbeitung. Ja, wir sind beim Land Baden-Württemberg hier auch mit einer Kommune für den Leitfaden auch dabei gewesen. Und wir haben aber auch Regionen, sagen wir, der ländliche Raum bei uns, da werden diese Trassen nicht hinkommen. Da brauchen wir andere erneuerbare Energien und neben Biomasse, Pyrolyse. Wir haben jede Menge Material auf unseren Häckselplätzen, brauchen wir auch Ausbau noch von PV-Freiflächen oder Solarthermie. Abwärme aus dem Kanal, aus Kläranlagen ist ein Riesenthema. Und das haben wir berechnet und wir werden es jetzt auch dem Kreistag wieder vorlegen, weil wir das Ganze natürlich auch konkretisieren. Wir haben in der Region ein Riesendefizit und das ist im Stromsektor. Wir haben eine Windenergieanlage und zum Glück ist jetzt über die Flächensuche muss auch das Thema Wind angegangen werden, weil es zeigt sich einfach, die Wärmenetze können in der Region rund 50% des Wärmebedarfs decken, aber rund 50% wird dezentral versorgt werden müssen. Also Einfamilienhausgebiete, da werden wir nicht mit einem Nahwärmenetz hinkommen. Und da gilt eben das Thema Wärmepumpenausbau, aber wir brauchen den Strom auch im Winter. Und deswegen müssen wir in der Region auch Windenergieanlagen bauen. Und da haben wir natürlich auch Riesenskeptiker. Und genau, jetzt kurz zurück. Ja, vielleicht die konkreten Beispiele. Wie gehen wir denn immer vor? Ankerkunden, das ist unser Zauberwort. Es gibt einen Kreistagsbeschluss, dass der Kreistag sich mit allen Liegenschaften an Netze anschließt, die wir entwickeln. Also mit den Berufsschulzentren oder Verwaltungszentren. Und das ist jetzt hier in Bruchsal. Die Stadt hat 45.000 Einwohner. Da ist eben die Kreisberufsschule und eine Schule von der Stadt Bruchsal. Und die nehmen wir als Ankerkunden und vernetzen die. Und alles, was dazwischen ist an Wohnungsbau, auch viel von Baugenossenschaften, das ist ein Add-on. Also dieses Netz muss sich praktisch so finanzieren, und das tut es auch, dass es über die zwei Ankerkunden. Und so haben wir tatsächlich über 20 Projekte auch entwickelt. Das ist ein Projekt, was wir beim Bund, wo wir gewonnen haben, aufgrund auch der hohen Akteursbeteiligung. Unsere Stadtwerke setzen das Projekt um oder haben es umgesetzt. In der Zwischenzeit haben wir weitere 60 Anfragen entlang der Trasse. Wir erweitern schon nach Westen und nach Norden. Und wir entwickeln überall diese Wärmeinseln in der ganzen Stadt und die werden zusammengeführt und vernetzt. Also solche Projekte machen wir flächendeckend im gesamten Landkreis. Egal, ob es jetzt eben dort ist, wo Tiefengeothermie ist oder eben in der Region, wo wir keine Tiefengeothermie-Potenziale haben, weil wir brauchen auch die Technologien. Hier zum Beispiel ist es eine Biomasseheizung, Solarthermie, Freiflächenkollektor und die Biomasse kommt zu einem Großteil aus dem städtischen Wald und das ist auch immer wichtig, dass die Kommunen partizipieren, weil die haben ja auch die erneuerbaren Energien. Genau, Sie sehen 80% Förderung, das war eben in der Vergangenheit nur so möglich, fast 100% erneuerbare Energienprojekte umzusetzen. Es gibt jetzt glücklicherweise die BEW-Förderung, Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Da haben wir lange drauf gewartet, weil nur die ermöglicht es uns auch, weiterhin Wärmenetze umzusetzen. Und jetzt noch kurz zur regionalen Trasse. Die ist auch, die wird hoffentlich Realität. Die drei Pins, das sind Tiefengeothermieanlagen, die entweder in Betrieb sind oder künftig kommen sollen. Und das ist eine 25 Kilometer Trasse, die geplant ist. Wir haben eine Korridorplanung dazu ausarbeiten lassen. Und das ist der Nukleus, bevor es dann in den großen Rollout geht. Aber wir müssen ja auch zeigen, dass es geht. Wir haben dazu eine Wirtschaftlichkeit berechnet. Wir bekommen
rund 20 Jahre einen stabilen Wärmepreis. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu den sozialen Themen. Wir brauchen stabile Wärmepreise. Ich glaube, das ist doch das, was uns enormen Druck auch bereitet. Das sagt uns auch die Industrie. Also nicht die Höhe des Preises ist immer ausschlaggebend, sondern auch stabile Preise, stabile Wärmepreise. Und unsere Rolle war jetzt in diesem Projekt, die Akteure zusammenbringen. Alle drei Stadtwerke sind an der Gesellschaft beteiligt, die wir jetzt gegründet haben im Juni. Alle Kommunen entlang der Trasse. Und die gehen voran. Und es soll jetzt noch mit Bürgerbeteiligung dann auch die Finanzierung passieren. Also eine echte Bürgerbeteiligung auch mit den Bürgerenergiegenossenschaften aus der Region. Und man sieht, ich sag mal, ohne die Kommunen, dass die vorangehen, wird's einfach scheitern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass hier die Kommunen der Motor sind. Wir unterstützen, wir stellen die Förderanträge, wir machen die gesamte Kommunikation, wir haben die Ingenieurbüros an der Hand, die Ausarbeitungen machen. Wir haben aber auch die Energieberater, unser Netzwerk an der Hand, die dann wieder in den Kommunen die Bürger beraten. Also ganz, ganz viel Netzwerkarbeit ist hier erforderlich, um auch eine gelungene Wärmewende letztendlich zu erreichen. Und Sie sehen hier unsere Wärme nachhaltig aus dem Oberrheingraben, weil unser Ziel ist, im Frühjahr einen großen Wärmegipfel im gesamten Oberrheingraben zu initiieren, von Heidelberg bis Freiburg-Lörrach, weil wir müssen uns hier stärker vernetzen. Die Gegner stehen auf der Matte. Das kann ich Ihnen sagen, also das ist nicht immer witzig, was hier passiert, und wir müssen uns verbinden, weil die breite Masse schweigt, und ich glaube, hier braucht es eine große Allianz, dass wir hier diesen Riesenschatz, den wir im Obergrenzrahmen letztendlich haben, auch heben können. Genau, und das war so mein Beispiel aus der Praxis, und wir sind gewachsen. Ich war am Anfang alleine mit der Agentur, und in der Zwischenzeit sind wir 20 Kolleginnen und Kollegen, und wie gesagt, dieses Jahr 15 Jahre, und ja, vielen Dank erstmal. Ja. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Ich sehe die Frage. Natürlich, Sie können sich selbstverständlich beteiligen, wie auch bei den anderen Panels. Genau, ich würde jetzt sagen, die eine Frage, wenn, nehmen wir jetzt einfach gleich mal dran. Da hinten kommt ein Mikro. Vielleicht können Sie noch was zu sich sagen, zu Ihrem Hintergrund. Ja, ich bin Florian Hinze von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsinitiative Energiewende bauen. Mich interessiert das technisch sehr, weil ich aus dem technischen Bereich komme. Sie haben gesagt, 200 Grad Celsius, das wäre ja genügend Energie, um auch Strom zu produzieren, oder? Und dann, zweite Frage. Sie sagen, nur die Hälfte kann über Wärmenetze abgedeckt werden, deshalb wollen Sie noch Windenergieanlagen bauen. Wie sieht es dann aus mit Speichern? Also sind da zum Beispiel saisonale Speicher oder so geplant? Dann fiel mir noch ein spannendes Forschungsprojekt ein, was wir haben. Und zwar wurde in dem tiefen Wasser Lithium gefunden. Also unter anderem neben anderen seltenen Erden. Da läuft jetzt so ein Projekt, wo aus dem Wasser nicht nur die Wärme entzogen wird, sondern auch das Lithium. Und das kann dann genutzt werden für Batterien und so. Genau. Ich würde kurz antworten. Also Lithium, das sind ja alles Investoren, die hier bohren. Ja, es sind unterschiedliche Aufsuchungsgebiete im gesamten Oberrheingraben. Und alle haben auch das Thema Lithiumgewinnung, ganz klar. Das ist aber auch noch in einem Forschungsstadium, also soweit wie ich die Unternehmen dort wahrnehme. Stromgewinnung auch, ja. Also die deutsche Erdwärme, die hier bei uns in der Region bohrt, die wird im oberen Temperaturbereich Strom produzieren, ganz klar. Das ist auch das Ziel. Und wir nehmen im unteren Temperaturbereich, wo die EOC-Anlage nicht wirtschaftlich produziert, nehmen wir die Wärme ab. Also wir nehmen jetzt nicht 200 Grad ab, sondern bei 110 würden wir dann die Wärme abnehmen, weil da funktionieren die EOC-Prozesse auch nicht wirtschaftlich. Also das ist eine Win-Win-Situation und wir haben natürlich dann auch einen grundlastfähigen Strom. Ja, also das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber aus so einer Anlage können Sie halt 7 MW Strom entziehen und 40 MW Wärme. Also von einer Doublette. Und wenn Sie überlegen, also wenn Sie mal nach München gucken, da bohren die ja so intensiv, auch dass Sie von einem Standort, wenn Sie mehrere Doubletten abteufeln, bis zu 200 MW rausziehen können. Also das ist schon, ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit einfach
wirklich vernachlässigt. Ja, also das, da ist die Region München wirklich einen Schritt weiter. Dort bohren auch selber sogar Kommunen. Jetzt ist es bei uns im Oberrheingraben, sind es tatsächlich halt Investoren, mit denen wir dann wieder sehr intensive Gespräche führen. Aber wir nehmen dann praktisch die Wärme ab dem Bohrplatz ab, über einen Wärmetauscher, da ist die Schnittstelle, die Systemgrenze und dann wird diese Autobahn eben gebaut und auch am Ortsnetz geht es dann in den Ortsnetzbetreiber, also wie ein Stadtwerk oder so. Ja, also wir wollen da auch nicht in Konkurrenz treten und wir haben aber natürlich auch Kommunen entlang der Trasse, die kein Stadtwerk haben und da versuchen wir auch Geschäftsmodelle oder Betreibermodelle zu entwickeln, Kommune mit einer Genossenschaft und mit einem Stadtwerk zusammen. Also das haben wir alles von der Rechtsanwaltskanzlei auch schon untersuchen lassen. Also das sind eher die Modelle, die wir dann auch noch fahren. Speicher, Entschuldigung, ist auch ein Thema. Genau, wir haben aber auch parallel ein Forschungsprojekt, weil wir haben Tanklager, NATO-Tanklager in der Region, unmittelbar an der Bohrung. Und wir versuchen auch solche Lager zu nutzen. Die sind leer in der Zwischenzeit. Aber Speicher ist ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ob wir es wirtschaftlich hinbekommen, große Erdspeicher, aber es werden große Speicher entstehen müssen. Und die werden immer am Ortseingang bei den jeweiligen Kommunen, wird dieser Speicher platziert werden. Ja, vielen Dank zu diesem Praxisbeispiel. Wir gehen über zum nächsten. Herr Drescher, ich glaube, Sie bohren noch nicht. Weiß ich nicht, vielleicht ist das in Zukunft auch geplant, aber kommen erstmal von einer anderen Seite, nämlich der energetischen Gebäudemodernisierung. Das ist das, wofür das Projekt eigentlich sehr bekannt ist. Sie haben es geschafft, den Energieverbrauch zu senken im Modellgebiet um die Hälfte innerhalb von 10 Jahren, das ganze Projekt ausgerollt im gesamten Ruhrgebiet und auch die Sanierungsrate auf 3% erhöht. Wie haben Sie das geschafft? Ja, ich glaube, zunächst mal, wir sind eine Initiative, die vom Initiativkreis Ruhr, das ist ein Verband der Wirtschaft im Ruhrgebiet, die den Strukturwandel da fördern sollen und wollen. Und die hatten 2010 die Idee, auch im Ruhrgebiet mal eine Klimastadt zu kreieren und anzustoßen. Und dabei war dann der Indikator Treibhausgas, also CO2, halbieren, macht das mal. Und das war die Idee. Und Bottrop hat dann in einem Wettbewerb der Kommunen den gewonnen und ein Pilotgebiet mit 70.000 Einwohnern in einer richtigen Industriestadt wie Bottrop hatte die Aufgabe, in 10 Jahren die Treibhausgasemissionen um 50% zu senken. Inzwischen haben wir das Ganze weiterentwickelt. Deshalb sagen wir heute, wir machen Klimastädte. Und wenn das jetzt, Sie haben vorhin, bei Ihnen hat es geklappt? Der untere? Jetzt hat sich aufgehängt. Ja, warten Sie einmal nochmal noch zurück. So, also in 10 Jahren, das haben wir geschafft, Ende 2020 haben wir bilanziert und wir haben tatsächlich den Treibhausgasausstoß halbieren können innerhalb von 10 Jahren. Und ein weiterer Indikator, Bottrop ist die kreisfreie Stadt im ganzen Nordrhein-Westfalen, die die höchste PV-Dichte pro Einwohner hat, ist ein Indikator. Ein zweiter Indikator ist, dass wir rund 37 Millionen Investitionen in diesen klimagerechten Stadtumbau dort freisetzen konnten, haben damit fast über 3.000 Menschen auch beschäftigt. Interessant ist, dass auch 2/3 dieser Investitionen private Investitionen waren. Und da komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Wir haben versucht und sind immer auch jetzt in anderen Städten damit unterwegs, diese Energiewende von unten zu organisieren. Also wir sind von Haus zu Haus, dann auf die Quartiersebene, von der Quartiersebene ins Pilot, ins Stadtgebiet und haben dort im Grunde genommen einzeln mit Energieberatungen für die einzelnen Gebäudeeigentümer, aber auch für Gewerbebetriebe und für andere Akteure in dem Quartier Konzepte erarbeitet. Wir haben über 4.000 Energieberatungen gemacht, wie wir sozusagen schrittweise von unten, von Haus auf Quartier den Energiebedarf senken, damit auch den Treibhausgasausstoß senken konnten. Und das Ergebnis eigentlich nach 10 Jahren ist, dass wir heute sagen können, und ich sage das mit voller Überzeugung, es ist möglich, auch im Ruhrgebiet, nicht nur in Ihrer schönen Gegend, auch im Ruhrgebiet, wirklich jedes Quartier so weit umzubauen, dass es energetisch, bilanziell autark dasteht. Damit auch die Klimaneutralität
realisieren kann. Und das geht aus unserer festen Überzeugung nur, und das sehen Sie auf dem nächsten Bild, wenn man wirklich die Bürgerinnen zu Akteurinnen auch des Klimaschutzes macht. Wir haben jede Bürgerbewegung, die es in der Stadt gab, initiiert oder anregen können, mitzumachen bei dem Thema. Wir haben Förderkonzepte der Kommunen gehabt, wo niederschwellig 10% CO2-Einsparung, 10% Investitionszuschuss, vollkommen unbürokratisch, keine Förderung über die Bundesprogramme, die sind alle wertlos, im Ruhrgebiet zumindest, weil sie die Maßnahmen verteuern, sich nicht rechnen, sondern über den niederschwelligen Wert, aber gezielt so, dass der Weg nach oben nicht irgendwie verstellt wird, haben wir es wirklich erreicht, die Menschen dazu zu bewegen, mitzumachen bei dem Thema, ob es jetzt die Fenster sind, ob es ein Gewerbebetrieb ist, der sich energetisch autark selber technologisch entwickelt hat, ob es ein Klärwerk ist, was inzwischen mehr Energie erzeugt, als es verbraucht, oder ob es die ganzen vielen Hausbesitzer sind, die neue Fenster haben oder die Kellerdecke gedämmt haben, neue Heizung haben. Viele, viele Dinge, die da zusammengekommen sind und die dazu geführt haben, dass wir dieses Ergebnis erreicht haben. Und ich wiederhole nochmal, wirklich über diesen Weg bin ich felsenfest davon überzeugt, ist es möglich, jedes Stadtquartier energetisch in der Bilanz zumindest autark umzubauen. Leider lässt sich das nicht realisieren, weil zum Beispiel PV darf man nicht vernetzen, Vermieter dürfen ihren Mietern keinen Strom verkaufen. Das sind alles bürokratische Hürden, die noch bestehen. Wenn man die wegwischen würde, dann würde die Energiewende von unten von ganz alleine laufen, weil die Menschen sehr schnell verstehen, der PV-Strom kostet nur 5 Cent und der Stadtwerke-Strom, tut mir leid, im Moment vielleicht 40 Cent, also produziere ich doch lieber meinen Strom selber, dann vernetze ich das Ganze und betreibe damit auch mein Elektroauto oder meinen Elektroroller. Und wenn man das im Quartier vernetzen dürfte, was man nicht darf, könnte man dann auch mit Nahwärmesystemen, ob jetzt über Geothermie oder über andere Wärme senken, ob es Abwärme ist, ob es Seen, Flüsse, whatever ist, und kann man Nahwärmesysteme auch mit größeren Wärmepumpen dann auch für die Versorgung mit Wärme nutzen. Das alles sind Dinge, die wir erfahren haben. Inzwischen, das ist jetzt mein Lieblingsbild, stammt nicht von uns, von einer Berliner Agentur, das ist das Nikolaiviertel. Wir haben für den Senat der Stadt Berlin dort ein Bauinformationszentrum umgesetzt. So stellen wir uns die Klimastadt vor. Das heißt also, da ist jetzt mehr als die energetische Ertüchtigung der Gebäude. Da ist kein Gebäude außer der Kirche, habe ich gesehen, ohne PV auf dem Dach. Die Gebäude sind begrünt. Es gibt Fahrradstraßen quer durch die Stadt. Und wenn wir dieses Ziel können wir erreichen und wir als inzwischen, ich habe mal mit 8 Mitarbeiterinnen angefangen, hier sind wir 60 Mitarbeiterinnen, wir machen bundesweit 125 Projekte, auch Wärmeplanung unter anderem. Dieses Thema machen wir gerade auch in Potsdam irgendwo in der Gegend. Also kurzum, wir haben gelernt in einer Industriestadt, dass man jede Stadt klimaneutral umbauen kann. Man muss nur den Mut haben und man muss die Leute zu den Trägern dieser Bewegung machen. Und das ist im Moment meine Mannschaft und damit habe ich meine Zeit eingehalten und für Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, das ist eigentlich ja genau unser Ansatz, die Leute zu Teilhabern, Mitakteuren der Wärmewende machen. Ich hätte eine Frage. Wir hatten vorhin in einem anderen Panel das Thema von der Beratung zur Umsetzung. Das ist oft sozusagen da, also Beratung nehmen die Leute irgendwie noch in Anspruch, aber dann tatsächlich was zu machen, das bleibt dann häufig aus. Wie haben Sie das denn geschafft, dass die Leute dann wirklich was machen? Also wir haben auch eine eigene Energieberatungsstruktur entwickelt. Wir haben selber inzwischen 7 Energieberaterinnen, die in die Häuser gehen, mit den Hauseigentümern durch das Haus gehen und denen sagen, wenn du diese Fenster erneuerst, kostet das so viel, das rechnet sich in 7 Jahren. Wenn du die Kellerdecke dämmst, das kostet so viel, rechnet sich in so viel Jahren. Also über den Treiber Energiekosteneinsparung sozusagen die Motivation und das wirklich seriös hinterlegt, in wie vielen Jahren amortisieren sich die Dinge. Das war sozusagen der spezifische Zugang. Dann haben wir noch ein kommunales Förderprogramm entwickelt. Wenn du
dir zwei Angebote holst von Handwerkern und du erneuerst deine Heizung, gibt es, wenn die neue Heizung 10% CO2 einspart, gibt es 10% Zuschuss, unbürokratisch, schnell. Das waren sozusagen die spezifischen Maßnahmen, aber letztendlich entscheidend war der Nährboden, den wir in der Stadt mit 70.000 Einwohnern erreicht haben. Da gab es keine Schülerklassen mehr, die selber sozusagen Klimaprojekte gemacht haben. Da gab es keine Woche, wo nicht die Medien über irgendwelche Einzelprojekte, wir haben über 400 Einzelprojekte realisiert, berichtet haben, dass dieser Nährboden, der Wille der Menschen, die dort leben, wir wollen was für den Klimaschutz tun, wir wollen das umsetzen, wir wollen unsere Stadt klimaneutral. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Faktor. Ja, danke. Ich glaube, da ist eine Frage. Ja, ich kann vielleicht auch ganz laut die Frage stellen. Ich hätte eine Frage. Mikro kommt. Hatten Sie einen positiven Haushalt, dass Sie also keine Kreisgenehmigung brauchten, weil wir haben Situationen in Rheinland-Pfalz, ich sprach vorhin im Grunde genommen, Klimaschutz ist Kür, und so wie Sie einen Genehmigungshaushalt haben, kriegen Sie solche Förderprogramme von den Kommunen und so weiter, die kriegen Sie gnadenlos rausgestrichen, damit wir da auch mal Klarheit haben, wie schwierig es für uns Bürgermeister ist, das eigentlich, was ein Lehrbeispiel ist, ja, überall umsetzen zu können. Also deshalb die Frage. Ja, ich sagte schon vorhin, wir haben dieses Förderprogramm über Städtebaufördermittel finanzieren können zu 90%. Wir haben aber darüber hinaus fast 2/3 der Gesamtinvestitionen sind Privatinvestitionen von Privatleuten, von Unternehmen gewesen, sodass der öffentliche Anteil sehr gering war. Die Stadt Bottrop war aber in dem Zeitpunkt auch in der Haushaltssicherung im Ruhrgebiet. Wir haben 20 Konzepte gemacht für Ruhrgebietsstädte von Dortmund bis Kamp-Lintfort. Die sind alle in der Haushaltssicherung gewesen. In den letzten Jahren mal rausgekommen. Jetzt sind sie wieder alle drin in 23. So, der entscheidende Punkt ist, dass die in den privaten Bereich die Investitionen und die Bereitschaft anzustoßen. In der Tat könnte man sich mehr vorstellen. Wobei auch da die Stadt Bottrop, es gibt in Bottrop keine einzige öffentliche Einrichtung, die nicht PV am Dach hat, wobei die meisten davon ja aber vermietete Flächen sind, ja, weil die Stadt das selber nicht die Investitionen stemmen konnte. Ist nicht klug. Heute würde ich sagen, das wäre ein Einspareffekt für den städtischen Haushalt, wenn der selber machen würde. So. Aber das sind so die Bedingungen, dass das generell, da dürfen Sie bei mir aber nicht zu viel nachfragen, weil da haben Sie mich sofort angekickt zu dem Thema. Das Problem ist generell, dass der Bund glaubt, er macht die Klimawende und die Kommunen verarmen zurzeit mit vielen anderen Kosten. Die Kommunen müssten die Finanzen haben, die KfW-Förderprogramme müssten auf die Kommunen transferiert werden. Die Kommunen wissen, wie die Bürger ticken, und die Kommunen können auch über Wärmeplan oder andere Maßnahmen, wir machen Masterpläne für die Klimaneutralität, nur die Kommunen haben zu wenig Spielraum und der Bund verschenkt Geld manchmal für unnütze Dinge. Also das müsste auch da das Thema auf die Füße gestellt werden vom Kopf. Ja, hoffe ich auch immer, und ich bin schon seit 12 Jahren damit unterwegs, und die Resonanz hält sich selbst bei dem neuen Wirtschaftsminister, glaube ich, heute Morgen aufgetreten ist, der versteht es auch nicht. Der Bundeskanzler war schon da. Der Bundeskanzler war schon in Bottrop. Ich habe versucht, ihm zu erklären. Ich glaube, er hat es auch nicht verstanden. Naja, deswegen sind Sie ja jetzt hier, damit das hier rüber die Verbreitung findet. Und man braucht ja auch eine Verzahnung von den verschiedenen politischen Ebenen, um das zu erreichen. Ich würde jetzt noch die eine Nachfrage drannehmen, bevor wir auf die allgemeine politische Ebene dann gehen. Vielen Dank. Ja, Simon Weden. Ich promoviere mit Stipendium von der Bild-Stiftung zum Handwerk im Klimaschutz. Und ich komme aus Essen, deswegen in Nachbarstadt. Habe das auch alles sehr verfolgt, als ich noch da gewohnt habe. Und gerade das Engagement, wie Sie geschafft haben, die Zivilgesellschaft mit an Bord zu nehmen, ist, glaube ich, wirklich ein Leuchtturm. Gleichzeitig gibt es eine Skepsis, dass das, was Sie in Bottrop gemacht haben, heute, 10 Jahre später, in der Bundesrepublik so reproduzierbar wäre. Einmal, weil demografisch einfach der Fachkräftemangel jetzt da ist und vor 10 Jahren noch nicht so stark da war. Und natürlich, weil Sie auch viele Handwerker aus dem ganzen Ruhrgebiet im Prinzip hatten, die nach Bottrop
ziehen, in Aufträge machen können, ich weiß ja, wie das ist, in 20 Minuten zu Ihnen, um dann da aktiv zu sein. Also was wären Ihre Lehren aus diesem Projekt, wie Sie diesen Flaschenhalshandwerk in der Umsetzung der Gebäudeenergie tatsächlich irgendwie abschwächen? Das ist in der Tat ja inzwischen ein Problem, weil wir hatten als Beispiel für dieses Förderprogramm, musste man anfangs 3 Angebote von Handwerkern holen für jedes Gewerk. Und nachher hatten die Handwerker keine Lust mehr, Angebote einzureichen, weil sie zu viel zu tun hatten. Das wird sich jetzt wieder ändern, weil die Bauwirtschaft und die Wohnungsunternehmen ja gerade keine Wohnungen mehr bauen, auch keine Büros mehr bauen. Und dann wird sich das von der Nachfrageseite her etwas entspannen. Aber richtig ist, das können wir auch sozusagen nicht beseitigen. Wir können die Pläne machen, wir können die Energieberatung machen, aber die Umsetzung muss das Handwerk im Wesentlichen machen. Und da haben wir in dem Panel vorher, habe ich hinten gesessen und zugehört, da wurde das ja thematisiert, in der Tat. Wir haben auch eine Hochschule, ich bin da im Hochschulrat am Standort Bottrop, da eine MINT-Hochschule und da haben wir Abbrecherzahlen von 50%. Die sollten besser alle im Grunde genommen Installateur für Heizung und Klima lernen. Das wäre dann sinnvoll, weil auch das Anforderungsprofil dafür inzwischen ein viel größeres ist als noch vor ein paar Jahren, wo dann nur gelötet werden musste. Aber das kann ich leider nicht ändern. Das ist aber ein Thema auch im Grunde genommen des Fachkräftemangels in der Republik und dass wir an dem Thema auch nicht vorankommen, wie bei anderen Themen. Kann ich leider nicht helfen. Vielen Dank. Soweit zu den Praxisbeispielen erstmal. Ich würde gerne zu den politischen Rahmenbedingungen übergehen. Das neue Gebäudeenergiegesetz hat neue politische Rahmenbedingungen geschaffen, in Zusammenhang auch mit der kommunalen Wärmeplanung, die ja auch noch kommen wird. Und mich würde jetzt als erstes interessieren, wie Sie das im Endeffekt einschätzen. Was ist da erreicht worden, was ist nicht erreicht worden? Was ist also aus Ihrer Perspektive das Ergebnis, Frau Weber-Moritz? Ja, ich spreche ja für die Mieterinnen und Mieter, also 53% der Bevölkerung hier in Deutschland. Und ich muss sagen, wir haben das sehr eng begleitet, die ganze Verhandlung. Wir wissen, was alles hätte passieren können, was sozusagen noch schlechter für Mieterinnen und Mieter gewesen wäre. Insofern sind wir relativ zufrieden. Aus Klimaschutzsicht muss man das sicher nochmal anders bewerten, weil das Gesetz ja sehr stark abgeschwächt worden ist. Ich will aber gerne nochmal, wenn ich darf, einmal die Perspektive aus Mietersicht, Mieterinnensicht auf das Thema Wärmewende werfen. Am Ende dann auch darauf kommen, was eigentlich die Dinge sind, die Hebel, die wir überhaupt noch gar nicht zu Genüge anpacken. Also wahrscheinlich werden von Ihnen hier einige zur Miete wohnen. Dann gehören Sie zu den 21 Millionen Mieterhaushalten hier in Deutschland. Es verteilt sich ein bisschen ungleich. In Städten wie Berlin haben wir über 80% Mieterinnen und Mieter. Auf dem Land ist die Eigentümerquote höher. Aber was alle eint in Stadt und Land ist, dass die Mietpreise einfach extrem angestiegen sind und die Richtung bleibt auch so, wie sie ist, nämlich die Miete geht weiter nach oben. Um mal ein Beispiel zu bringen, in München ist ja der Spitzenreiter, sind wir bei über 20 Euro durchschnittliche Angebotsmiete pro Quadratmeter. Frankfurt ähnlich, 17 Euro, Berlin sind wir auch mittlerweile bei 17 Euro im Durchschnitt. Und wer glaubt, dass das nur diejenigen betrifft, die dann mal auf Wohnungssuche sind, hat sich geirrt. Auch die Bestandsmieten, also die Mieten, die sozusagen diejenigen haben, die schon länger irgendwo zur Miete leben, auch die steigen kräftig. Wir haben einen historischen Anstieg in München von 21% des Mietspiegels gehabt. Also es ist wirklich dramatisch. Ich will es nochmal auf einen anderen Indikator runterspielen. Und zwar ist für uns immer ganz wichtig zu gucken, wie ist die Belastung eigentlich pro Kopf bzw. pro Mieterhaushalt. Auch das ist so, dass wir haben vor 2 Monaten eine Studie mit dem Öko-Institut gemeinsam gemacht und herausgefunden, dass 7 Millionen, also jeder dritte Mieterhaushalt, 7 Millionen Mieterinnen und Mieter von ihren Wohnkosten überlastet sind. Das ist enorm. Und wenn man das nochmal aufsplittet, dann ist es so, dass 4 Millionen Mieterinnen und Mieter über 30% ihres Einkommens, Nettohaushaltseinkommens für Mieter ausgeben und 3 Millionen schon über 40% im Durchschnitt.
passiert. Und das ist dramatisch. Und vor allen Dingen haben wir außerdem herausgefunden, beziehungsweise das Öko-Institut, dass die Mieterinnen und Mieter zu den untersten 3 Einkommensdezilen gehören. Also in der Regel, wer Eigentum hat, hat auch insgesamt mehr Geld und mehr Vermögen. Also hier haben wir sozusagen auch nochmal diese doppelte Problemlage. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Ziele der Ampel. Die Klimaziele wurden ja schon mehrfach im Gebäudesektor gerissen, nämlich schon 3-mal hintereinander. Also hier muss man eigentlich noch deutlich nachholen. Gleichzeitig haben wir im Bestand die Situation, dass über 70% der Mietwohnungen also fossil beheizt werden mit Öl und Gas. Also sprich, da muss man natürlich unbedingt dran. Und auch an die Gebäude, weil die Gebäude... Fast 80% der Gebäude sind mindestens 20 Jahre alt. Also hier ist großer Handlungsbedarf. Worauf will ich hinaus? Wahrscheinlich kennen Sie die Zahlen alle, aber was uns umtreibt, ist, dass alle Instrumente, die bisher diskutiert worden sind, inklusive des GEG, so gut wie nicht sozialverträglich sind. Warum nicht? Weil wir hier Hebel benutzen, die vermieterfreundlich sind an vielen Stellen. Wir können das gerne auch gleich nochmal im Detail diskutieren, was Förderprogramme angeht. Aber ich will mal ein konkretes Beispiel geben, der CO2-Preis. Wir haben uns lange dafür ausgesprochen, den CO2-Preis natürlich zu unterstützen, weil wir sagen, Klimaschutz, Mieterschutz, das muss miteinander in irgendeiner Form vereinbar sein. Aber der CO2-Preis auf Seiten der Mieterin, so wie es ursprünglich gedacht war, war einfach ein fehlgeleitetes Instrument aus unserer Sicht. Jetzt hat man es aufgesplittet, je nach Gebäude, Energieklasse beziehungsweise Energieeffizienz wird dann entsprechend mehr auf die eine und die andere Seite verteilt. Aber man muss jetzt mal ehrlich sagen, wir haben viele, viele Studien uns angeguckt, was das Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher angeht. Also wie viel Einsparpotenzial haben wir? Und wir haben keine gefunden, wo es mehr als 10% sind. Das heißt, wer entscheidet denn darüber, ob ein Haus saniert wird, welche Heizung eingebaut wird, ob diese ausgetauscht wird und wann? Das ist nicht der Mieter und nicht die Mieterin. Also der CO2-Preis als Anreiz, auf die Seite der Mieterin zu legen, haben wir von Anfang an kritisiert, halten wir nach wie vor für falsch, weil um Anreize zu schaffen, den Preis hochsetzen, aber bitte auf die Seite der Vermieter, die dann aber auch einen Anreiz haben zu investieren. Also nur an dem Beispiel zeigt sich eigentlich, dass die Instrumente nicht sozial gerecht sind. Ich will noch ein anderes zentrales Beispiel nennen, die für uns so wirklich, ja, das ist für uns so ein absolut schwieriges Ding, das ist die sogenannte Modernisierungsumlage. Das ist, haben mir unsere Juristen erklärt, ein absoluter Fremdkörper im Mietrecht. Das wurde mal vor Jahrzehnten erfunden, als die Bestände wirklich, ich sag mal, mit Außenklo und so weiter. Also wir waren in einer Situation, wo man einfach mehr Geld auch sozusagen über die Miete einnehmen musste, um Vermietern Anreiz zu schaffen, zu sanieren. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir schon ein sehr, sehr hohes Niveau haben an Mietpreisen. Ich habe es eben erläutert, Bestand und Angebotsmieten und gleichzeitig einen enormen Bedarf haben, an die Gebäude ranzugehen, vollkommen klar. Aber wenn wir nicht neue Instrumente, können wir jetzt gleich diskutieren, wie die aussehen, wir haben da auch Ideen, neue Instrumente erfinden, dann haben wir hier einen absolut sozialen Sprengstoff. Wir haben die Erfahrung gemacht und wir machen im Jahr 1 Million Rechtsberatungen in unseren 300 Mietervereinen, dass jede Sanierung, energetische Sanierung oder was auch immer, die umgelegt wird über die Modernisierungsumlage, zu einer Mieterhöhung im Schnitt von 30% führt. Und was viele nicht wissen, man denkt ja, dann wird immer energetisch saniert, das wird es nicht. Saniert wird alles Mögliche. Da kommt der Balkon, ich will gar nicht das nicht bewerten, das ist auch wichtig. Der Balkon ist wichtig, der Briefkasten ist wichtig. Aber wenn wir schon so eine Umlage haben, dann doch bitte mit dem Ziel, Energie einzusparen, weil dann haben Mieter auch die Chance, dass, wenn die Miete ansteigt durch die Modernisierungsumlage, aber insgesamt die Energie eingespart wird, wie auch immer eine Art warmmietneutrale Sanierung zu erfahren. Das in der Realität passiert das nicht, aber wir müssen wenigstens die Instrumente, selten, es gibt gute Beispiele mit Sicherheit, aber nicht immer noch zu selten, aber wir brauchen Instrumente, so mein Plädoyer, die wirklich zu einer sozialverträglichen Wärmewende führen. Und ich habe es an dem Beispiel CO2-Preis und an der Modernisierungsumlage klargemacht. Die Instrumente sind gut, aber sie sind nicht richtig austariert und sie brauchen einfach einen viel stärkeren Fokus auf wirkliche Energieeinsparung und eben weniger Belastung auf der Seite der Mieterinnen und Mieter, die am Ende gar nicht den großen Hebel haben. Ja, vielen Dank. Mich würde dazu noch interessieren, es sind ja viele Hebel, die Sie auch gerade genannt haben.
gar nicht, ich sage jetzt mal, gar nicht betätigt worden. Also dass die Miete sozusagen den Ausgleich zu regeln, ist ja eigentlich nicht die Aufgabe des Gebäudeenergiegesetzes, sondern das wäre dann im Mietrecht zu regeln, also die Modernisierungsumlage eben auch, das zu ändern. Da gibt es ja auch eigentlich eine Verabredung der Ampel, sozusagen irgendein Modell, also Warmmietenneutralität oder eine Absenkung der Modernisierungsumlage. Also die haben sich geeinigt, auch die Warmmietenneutralität umzusetzen, aber das geht etwas schleppend voran, so wie ich das beobachte. Da wäre noch mal eine Frage, also bei der Modernisierung der Heizung ist ja jetzt etwas angewandt worden, was bei der sonstigen Modernisierungsumlage ja nicht gemacht wird, dass nämlich die Eigentümer verpflichtet werden, die Förderung in Anspruch zu nehmen und das dann sozusagen davon abgezogen wird, von den umlagefähigen Kosten und auf der Basis die Modernisierungsumlage berechnet wird. Und das könnte man ja bei anderen Maßnahmen auch machen. Das ist ja so eigentlich in dem Drittelmodell ist das ja eigentlich so angedacht und dass man dann auch die Modernisierungsumlage absenken kann. Was sehen Sie denn für Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass sich da in der Richtung nochmal was bewegt? Also zum GEG nochmal ganz konkret, das ist jetzt für Spezialisten. Also uns ist es, oder mit uns gemeinsam und auch anderen ist es gelungen, eine Kappung einzuziehen bei der zweiten Modernisierungsumlage, die eingeführt worden ist. Also es gibt jetzt zu der, die ich eben beschrieben habe, wo 8% der Investitionskosten dauerhaft umgelegt werden können, gibt es jetzt eine zweite für einen Heizungsaustausch, aber die hat eine Kappung. Das heißt, der Vermieter hat bestimmte Bedingungen einzuhalten, die Vermieterin, muss die Fördermittel abziehen. Es dürfen zwar 10% umgelegt werden, aber die Kappung von 2 bzw. 3 Euro je nach Ausgangsmiete muss pro Quadratmeter eingehalten werden. Also es können insgesamt nicht mehr als 2 bzw. 3 Euro mehr pro Quadratmeter auf die Mieter durch den Heizungsaustausch aufgeschlagen werden. Also das ist schon mal insofern gut, als dass es keine Verschlechterung ist zu vorher. Bei der Förderung muss man sagen, haben wir nicht verstanden, warum die Förderung zu weiten Teilen nur Selbstnutzern zur Verfügung steht, nicht den Vermietern, weil in dem Fall wäre es ja auch für die Mieter gut, weil wenn die Vermieter die Förderung in Anspruch nehmen, können sie weniger Geld umlegen. Und also das hat uns an der Stelle überhaupt nicht eingeleuchtet, warum man hier so eine Ungleichbehandlung eingezogen hat. Aber ich vermute, es liegt daran, dass es auch nicht genug Geld im Topf ist, aber gut. Zum Thema, welche Modelle? Ja, also die FDP hat tatsächlich eine Teilwarmmiete in den Koalitionsvertrag reinverhandelt. Wir haben uns gewundert, also weil das ja eigentlich die Idee dahinter ist, ja eben warmmietneutrale Sanierung zu fördern. Jetzt liegt das, diese Idee, also unsere Theorie ist, man hat da vielleicht gar nicht so genau gewusst, was man da jetzt will. Jetzt wurde das geprüft von verschiedenen Instituten und liegt da so ein bisschen brach. Also wir glauben nicht, dass da noch was draus wird. Aber nichtsdestotrotz, der Grundgedanke, den haben wir schon vor, also 2009 haben wir die erste Studie mit dem IFO-Institut zum Thema Drittelmodell veröffentlicht. Und da ist genau diese Idee, dass man sagt, wir müssen und müssen einfach, um die Klimaziele zu erreichen, in Sanierung investieren, aber bitte dann zielgerichtet in eine energetische Sanierung. Dafür darf auch die Miete angehoben werden, aber nur bis um 1,50 Euro. Und sozusagen, da gibt es eine Kappung. Gleichzeitig muss eben auch die Finanzierung von staatlicher Seite deutlich erhöht werden, um eben die Sanierungsziele auch zu erreichen. Das reicht bei weitem nicht. Und die Vermieter müssen eben auch sich verpflichten, sozusagen in die energetische Sanierung zu investieren und nicht, ich sag mal, jegliche Maßnahme umlegen, die dann noch am Haus gemacht werden muss. Weil man darf ja auch nicht vergessen, man zahlt ja jedes Jahr meistens etwas mehr Miete, weil 15% in angespannten Wohnungsmärkten sind in 3 Jahren möglich an Mieterhöhung. Das ist auch nicht so wenig. Und wir sind der Meinung, das müsste ja eigentlich muss ja jeder Vermieter auch so kalkulieren, dass er eine Instandhaltungsrücklage hat, die auch für solche Maßnahmen genutzt werden müssen. Warum muss jegliche Modernisierung über die Modernisierungsumlage in solcher Höhe dann umgelegt werden? Also da muss es Alternativen geben und wir haben eben den Vorschlag gemacht, Drittelmodell, da gibt es eine Studie zu, wie gesagt, mit dem IFO-Institut und das Ziel wäre eben, ja, warmmietneutrale Sanierung unter Beteiligung der 3 Gruppen. Also die Mieter müssten natürlich auch akzeptieren, dass die Miete etwas steigt, aber idealerweise sich wieder ausgleicht mit der Energieeinsparung.
Ja, vielen Dank. Als Letzten sozusagen in dieser Runde möchte ich gern Herrn Wullenweber einbeziehen, als Vertreter einer sehr wichtigen Gruppe der Wärmewende, nämlich die Stadtwerke, die auch Wärmewende machen, weil sie eben die Energieversorgung zu einem großen Teil, also große Marktanteile sozusagen der Energiebereitstellung haben. Und ja, jetzt am Anfang noch mal Ihre Einschätzung zum Gebäudeenergiegesetz. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten? Ja, vielen Dank. Grundsätzlich, glaube ich, muss man das Gebäudeenergiegesetz immer mit dem Wärmeplanungsgesetz zusammendenken. Und das ist nämlich auch der Kritikpunkt gewesen, der ganz am Anfang bei uns aufschlug, dass man sozusagen den zweiten Schritt vom ersten machen möchte. Und von daher, weil das jetzt anders geregelt ist, bewerten wir das GEG grundsätzlich positiv. Das heißt, jetzt ist ja erst die Wärmeplanung entsprechend vorzunehmen, bevor dann die Austauschpflichten nach GEG halt in Kraft treten für den Gebäudebestand. Von daher erhoffen wir uns davon, dass man jetzt sozusagen die Wärmewende deutlich strukturierter angeht als vorher, dass es halt kein heute so und morgen anders gibt, was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch natürlich die Unternehmen mehr Sicherheiten haben. Es wurde viel, glaube ich, auch kaputt gemacht durch die Diskussion, die politische Diskussion ums, im GEG-Verfahren. Das muss jetzt wieder aufgeholt werden. Und ja, die Wärmeplanung ist dafür, glaube ich, ein sehr gutes Instrument, weil es zum einen ein Strategieinstrument ist, aber halt auch ein Kommunikationsinstrument. Wir haben ja sehr viel über Teilhabe heute gehört, über akzeptanzschaffende Maßnahmen. Und da, denke ich, ist es sehr gut, dass es jetzt dieses Wärmeplanungsgesetz gibt. Genau, was man nun immer noch mit berücksichtigen muss, ich vertrete ja sozusagen auch die Unternehmen, die Wärmenetze betreiben, dass natürlich das Wärmeplanungsgesetz jetzt auch Vorgaben für die Wärmenetze macht. Auch gerade für bestehende Wärmenetze gibt es die entsprechenden Quoten, die einzuhalten sind. Hier hat man auch nochmal den Blick auf die Praxis genommen im Übergang zwischen GEG und WPG und hat nochmal die Ziele angepasst, was zu begrüßen ist. Im Neubau haben wir immer noch ein bisschen eine Problemstellung, weil die neuen Netze, die jetzt quasi schon in der Errichtung sind, dann ab 2024 schon 65% Erneuerbare einspeisen müssen. Da kann man sicherlich nochmal nachschärfen. Das Thema Wasserstoff ist natürlich auch noch ein Thema, was viele hier auch umtreibt, das auch sehr unterschiedlich diskutiert wird, aber auch wenn man jetzt quasi die politische Diskussion erstmal so zur Kenntnis nimmt, wie sie ist, dann muss man dazu sagen, dass wenn man den politischen Pfad folgt, auch noch rechtliche Anpassungen nötig sind in nachfolgenden Gesetzen, im Konzessionsrecht beispielsweise, um überhaupt das möglich zu machen, was jetzt im GEG steht. Also es besteht halt auch noch eine rechtliche Unklarheit in vielerlei Dingen. Von daher rechnen wir auch damit, dass das GEG auch nochmal angefasst wird, dass es halt nicht jetzt bei diesem Stand bleibt und das wird wahrscheinlich dann im WPG-Verfahren erfolgen. Und sicherlich ist es auch nicht richtig, nur auf das GEG zu schauen. Wir brauchen ja neben Ordnungsrecht auch Förderung. Die BEW war schon angesprochen worden. Wir wünschen uns hier, dass die Förderung ein Gesetz wird. Noch ist es ja bis 2026 zwar genehmigt, aber die Unternehmen, die jetzt ihre Pläne machen, Transformationspläne machen seit Mitte 2022, die wollen natürlich auch Sicherheit für ihre Investitionen dann haben. Von daher, wenn man an Infrastrukturen denkt, ist halt bis 2030 eigentlich übermorgen. Und um diese Sicherheit zu haben, die Pläne dann auch umsetzen zu können und entsprechend gefördert zu bekommen, ist es halt wichtig, dass man da auch im Förderrahmen Anpassungen vornimmt. Und klar, die dritte Säule sind die Preissignale. Da haben wir eben ja schon drüber gesprochen. BEHG, ETS sind natürlich dann auch nochmal Instrumente, die jetzt, was den ETS 2 angeht, ja auch nochmal europäisch diskutiert werden und nachgeschärft werden. Von daher sind wir da auch sehr gespannt und vielleicht am Ende das Plädoyer, dass halt alle Akteure, glaube ich, Verlässlichkeit brauchen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Sie schon sagten. Die Wärmewende wird sicherlich teuer sein. Das muss man, glaube ich, nicht verhehlen. Aber wichtig ist halt, dass man stabile Wärmepreise dann am Ende halt hat, mit denen man halt kalkulieren kann, auf die man sich einstellen kann. Das vielleicht als Input von mir an der Stelle.
Ja, vielen Dank. Stadtwerke sind ja Akteure, die sich schon länger mit der Wärmewende beschäftigen. Und also ich verfolge das auch schon seit einer Weile und habe den Eindruck, dass bis 2022 Wärmewende in erster Linie meistens hieß, auf flexible Gaskraftwerke umzusteigen. Würden Sie sagen, dass jetzt bei Ihren Mitgliedsunternehmen die Bereitschaft stark gestiegen ist, wirklich auf erneuerbare Energiesysteme umzusteigen von vornherein? Ja, das würde ich bejahen. Wir haben ja schon eben gehört, die Kommune ist der Motor. Das trifft sicherlich in vielen Fällen zu. Und das sozusagen Instrument der Kommune ist das kommunale Unternehmen, um die Wärmewende voranzutreiben. Es ist ja durchaus auch so, dass viele Kommunen halt sich Ziele gesetzt haben, halt schon vor 2045 klimaneutral zu werden. Beispiel ist da Münster mit 2030 oder halt auch Hannover mit 2035. Und insofern täuscht da, glaube ich, der Eindruck, dass nur die Gas-KWK sozusagen im Vordergrund steht. Wir brauchen sie auch, also auch gerade wenn man das Energiesystem ganzheitlich denkt. Ja, da gehört die Stromversorgung ja dazu. Das Thema Versorgungssicherheit ist natürlich den kommunalen Unternehmen auch eine Herzensangelegenheit. Von daher muss man, glaube ich, Wärme- und Stromwende an der Stelle dann schon zusammendenken. Und wir haben jetzt ein Beispiel gehört sozusagen aus dem Landkreis mit vielen, vielen Beteiligten. Ein anderes Beispiel wäre jetzt Hannover. Die haben jetzt ja letzte Woche ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Und da kann man auch die Transformationsstrategie ablesen. Sie wollen den Kohleausstieg bis 2026 schaffen. Sie werden diese zwei Kohleblöcke, die sie haben, ersetzen durch einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Erzeugungsanlagen. Das reicht dann über die Nutzung von Abwärme, über Klärschlamm, Altholz, Großwärmepumpen, Geothermie, vier ja auch schon in der Runde, Power-to-Heat, Biomethan, also einen ganz großen Blumenstrauß aus heimischen Erzeugungsformen wird sozusagen genutzt, um halt diesen Schritt halt zu versuchen. 1 Milliarde Euro soll dafür investiert werden. Also das sind große Zahlen, das sind große Herausforderungen, die, glaube ich, nicht nur in Hannover, sondern bundesweit tatsächlich auf der Tagesordnung stehen. Und da braucht man natürlich Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Da ist noch mal ein bisschen rhetorische Kurve zum Wärmeplan. Aber das wird am Ende halt auch nicht reichen. Über die weiteren Instrumente sprach ich ja auch schon an. Wärmepläne sind gut, wenn man sie jetzt erstmal macht, aber damit man das Ganze dann auch umsetzen kann, braucht man entsprechende Förderprogramme und Preissignale dazu. Danke. Ich würde gerne noch mal kurz fragen zum Thema Erdgasausstieg. Das ist ja auch etwas, was die Stadtwerke sicherlich beschäftigt. Sie haben mit Sicherheit mitbekommen, dass vor kurzem Agora Energiewende eine Studie vorgelegt hat zu einem neuen Ordnungsrahmen für die Erdgasverteilnetze, wo im Moment sozusagen Fehlanreize auch existieren. Es wird davon ausgegangen, dass für die Klimaneutralität 70-90% der Erdgasverteilnetze nicht mehr gebraucht werden. Sind Ihre Mitgliedsunternehmen darauf vorbereitet, den Übergang zu steuern und aus dem Erdgas auszusteigen? Und was tun Sie als Verband dafür, um das voranzutreiben? Auch danke für die Frage. Wir schauen ja auf die Wärmeplanung gerade auch aus dem Grund, dass sie halt deutlich machen soll, welche Infrastrukturen an welcher Ort und Stelle Bestand haben werden. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich 70-80% würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube, alle können sich darauf einigen, dass es kein 1-zu-1-Ersatz sein wird, dass sicherlich Gasnetze auch dort, wo beispielsweise Fernwärme liegt, halt stillgelegt werden müssen. Das ist, glaube ich, auch vielen Unternehmen klar. Die Frage ist halt, wie man diesen Übergang orchestriert und organisiert. Und da ist sicherlich, was Agora da entwickelt hat, ein guter Hinweis, wie man es machen kann. Wir selber haben mit BBH zwei Gutachten gemacht, die quasi das gleiche Thema auch nochmal beleuchten. Und da stellen sich halt sehr viele rechtliche Fragen. Da will ich gar nicht hier in die Tiefe gehen. Wir haben zudem auch noch eine andere Entwicklung auf EU-Ebene, die wir gerade mitverfolgen. Da geht es ja auch darum, ob überhaupt ein Gasverteilnetzbetreiber ein Wasserstoffnetz
nachher betreiben kann. Da hoffen wir bis Ende des Jahres dann sozusagen auch Erkenntnisse zu haben, wie das quasi entbundling-mäßig funktionieren kann. Genau, von daher ist sicherlich neben der ganzen GEG-Diskussion noch ein riesiges Thema, wie man diesen Gasausstieg dann halt organisiert, weil das ist natürlich auch ein kommunales Vermögen, was dort über Jahrzehnte halt in der Erde liegt. Und da geht es natürlich auch daran zu überlegen, das zu erhalten zum Teil, damit halt das auch nicht entwertet wird, weil wir auch nicht die, wir hatten über Fachkräfte gesprochen, wir können nicht alles neu machen, wir müssen das, was wir haben, halt möglichst auch gut und effizient nutzen, um dem Klimaschutz halt gerecht zu werden an der Stelle. Ja, manche Dinge muss man vielleicht doch neu machen, würde ich mal sagen. Ich würde jetzt gerne noch mal eine Fragerunde einbeziehen. Ich habe Sie gesehen. Dann würde ich gerne noch Fragen aus dem Internet einbeziehen. Und Sie haben auch noch nichts gesagt. Genau. Michael Berndt vom Nachhaltigkeitsportal Mitterago. Ich würde gern kurz ein Konzept erwähnen, das wir versuchen in unserer Kommune hier in Brandenburg umzusetzen. Und zwar eine Kooperation von Landwirten mit Stadtwerken. Das Prinzip ist relativ einfach. Landwirte pflanzen Baumreihen, betreiben sie als Kurzumtriebsplantage, haben diverse Vorteile durch die Windbrechung, weniger Bodenerosion, weniger Feuchtigkeitsverluste, Humusaufbau etc. Die geerntete Biomasse wird dann in einer Pyrolyseanlage zu Pflanzenkohle verarbeitet, mit der entsprechenden Wärmenutzung, Verkauf der Pflanzenkohle und der CO2-Senkenzertifikate. Das heißt, wir haben ja eine starke CO2-Senke in diesem Prozess. Und das Interessante ist, wenn man das wirtschaftlich durchkalkuliert, sehr vorsichtig, dann ist eine Amortisation nach 10 Jahren zu erwarten, wahrscheinlich eher. Die nächsten 10 Jahre ist es ein sehr gutes Geschäft. Wenn es eine Förderung gibt, ist es alles ein Selbstläufer. Ja, gut, okay. Sie haben jetzt keine Frage speziell, also. Ja, doch, ich kann eine Frage anschließen, und zwar das Thema Pyrolyse in den Stadtwerken. Wie weit haben Sie das auf dem Schirm? Ich sammle jetzt nochmal die Fragen aus dem Internet, würde ich gerne einspielen jetzt. Ja, Sie haben mich gut. Zwei Fragen, ja. Genau, ich habe das ein bisschen geclustert. Falls noch eine Referentin oder eine Panelistin was in Sachen zur Ambitioniertheit A und B zur Effizienz oder Effektivität des Gebäudeenergiegesetzes sagen möchte, da hätten wir 2 Fragen in die Richtung gehabt. Und die anderen beiden würden sich auf den ersten Teil, Entschuldigung, beziehen. Und zwar eben, wie diese vielen Best-Practice-Beispiele aus den Kommunen, aus den Gewerken, aus den Initiativen und aus der Bildung eben gesamtgesellschaftlich bekannt gemacht werden können und auch als Leuchtturmprojekte zugänglich gemacht werden können und ob es da nicht auch bereits vorhandene IT-Plattformen zur Kollaboration und so weiter geben kann oder schon gibt. Vielleicht soweit aus dem Internet. Ja, vielen Dank. Ich würde Sie gerne noch dazu nehmen, der Herr mit der Brille. In der Mitte. Danke. Harald Upper von der 100% Erneuerbar Stiftung. Ich habe eine Frage an Frau Schwiegle in Baden-Württemberg und eine an Herrn Wullenweber, beide zum gleichen Thema Wasserstoff. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird in Baden-Württemberg damit überhaupt nicht geplant. Und gleichzeitig lässt das Wärmeplanungsgesetz das ja zu. Und Herr Wullenweber, Sie hatten gesagt, es muss sowas ja wie Planungssicherheit und auch Bezahlbarkeit geben bei Wasserstoff. Und ich frage mich, was stellen Sie sich vor, wenn ein begrenztes Gut da ist, wie es bezahlbar sein soll, damit es in einem Wärmenetz verbrannt werden kann und die Nutzern sagen können, in den nächsten 20 Jahren wird es etwa so und so viel kosten. Ja, ich habe nur noch eine Frage gesehen hier vorne. Bitte kurz noch einspeisen, dann machen wir gleich eine
Antwortrunde. Ich habe eine Frage an Dr. Melanie Weber-Moritz. Und zwar, Sie meinten, das ist ja viel gesellschaftlicher Sprengstoff, diese Mietenerhöhung. Und ja, was haben Sie für Konzepte, dass man diesen Sprengstoff bündelt und dann zündet? Denn wir müssen ja unbedingt diese Mietenexplosion stoppen, meiner Meinung nach. Da ist ja die, also egal, ob man jetzt schwarz-rot, schwarz-gelb oder Ampel hat, keine Regierung gewillt, da irgendwas gegen zu tun. Und ich denke, dass es da sehr viel gesellschaftlichen Druck braucht. Und ich habe jetzt zum Beispiel gehört von einer Initiative in Berlin, die in den Mietenstreik gehen will. Das halte ich für ein sehr machtvolles Instrument, aber natürlich schwierig umsetzbar. Es gab ja in Berlin einen Volksentscheid, wo 59% der Bevölkerung für die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne gestimmt haben. Und das wird ja von der Politik einfach dreist ignoriert. Also da ist ja der Einfluss der Immobilienlobby so groß, dass da glaube ich schon sehr radikale Maßnahmen braucht, um da was zu verändern. Ja, vielen Dank für diese Fragen. Zunächst Pyrolyse, vielleicht Herr Wullenweber und Frau Schweckle kurz. Wie schätzen Sie das ein? Also wir haben das auch untersucht. Ich hatte es vorhin kurz angedeutet, weil wir haben 70 Häckselplätze mit sehr viel Material. Wir haben ein Ingenieurbüro beauftragt, das zu untersuchen. Und jetzt auch mit den Stadtwerken wollen wir das Thema vorantreiben. Aber diese Anlagen bringen halt, also das gibt eine Großanlage nördlich von Berlin, weiß ich, 4 MW Wärme. Das ist halt nicht das, das löst nicht unsere Wärmeprobleme. Ja? Also das muss man sagen, alles machen, ja, aber was uns aber vorschwebt, ist auch ein Modell, ein genossenschaftliches Modell, wo wir auch praktisch wieder der Gemeinschaft was zurückgeben, weil nicht nur Landwirte brauchen die schwarze Kohle, wir haben die Aktivkohle in Kläranlagen, wir haben sie ja überall, ja, die, wo wir sie brauchen, und deswegen schwebt uns da ein bisschen eher ein genossenschaftliches Modell vor, aber da arbeiten wir auch gerade dran. Mhm. Ja, dem habe ich eigentlich kaum was hinzuzufügen, also es ist sicherlich einer der vielen Bausteine, die es halt gibt, um die Wärmewende voranzubringen. Ja, danke. Das ist die Frage nach den Best-Practice-Plattformen. Was fällt Ihnen dazu ein? Also was gibt es für Möglichkeiten? Die gibt es natürlich auf Bundesebene, dort, wo Modellprojekte gestellt werden. Genau, bei der Nationalen Klimaschutzinitiative, da finden Sie auch diese Best-Practice. Man muss es vielleicht noch ein bisschen publizieren, das ganz klar. Und Wasserstoff. Wenn Sie die Wasserstoff-Roadmap für Baden-Württemberg und für die Region Karlsruhe sehen, da kommt es ja nicht vor 2030 an. Ja, und dann wird es nicht im Landkreis Karlsruhe, da wird es vielleicht zur Industrie kommen. Aber also ich glaube, wir müssen uns da ehrlich machen, wir haben es vorhin schon gehört, das wird nicht beim Wohnungsbau landen und deswegen müssen wir was anderes machen. Also ja, ich glaube, da haben wir in Baden-Württemberg auch echt ein Problem. Und das, ja, aber Baden-Württemberg, wo soll es denn, also da wollen sie am Rheinhafen in Karlsruhe anlanden. Weiß gar nicht, wie das funktionieren wird, aber schon naja. Die Umstellung der Industrie bei Thyssen in Duisburg verbraucht so viel Wasserstoff, ja. Da bleibt kein einziger Milliliter für die Wärme in Wohnung übrig. Da wird man schon nicht genügend Wasserstoff finden, um alleine die Umstellung dort zu machen von 4 Hochöfen. Dann da sind wir noch beim Thema Bezahlbarkeit. Genau. Und im Ruhrgebiet gibt es ein Wasserstoffnetz schon. Herr Wullenweber, sehen Sie das anders? Ich glaube, was klar wird, dass man Wasserstoff sozusagen unterscheiden muss. Einmal in Wasserstoff, der sozusagen zur Fernwärmeerzeugung hergestellt wird, und Wasserstoff quasi in einer dezentralen Heizung. Ich glaube, dass Wasserstoff sozusagen in großen KWK-Anlagen ein Thema wird. Das zeigen auch viele Klimaneutralitätsstudien, auch von Agora Energiewende an der Stelle. Da gibt es eine entsprechende Regelung ja auch schon, was das Wasserstoffkernnetz angeht, dass entsprechend große Standorte, 100 MW ist da aktuell die Grenze, halt entsprechend angeschlossen werden. Das ist sicherlich nochmal was anderes als sozusagen die Debatte um den dezentralen Wärmemarkt. Das wird sicherlich länger dauern, als sozusagen das, die Wasserstoff zu den Kraftwerken zu bringen. Es ist aber auch so, da gibt es halt auch Untersuchungen schon zu, dass die Verteilnetze, die in der Nähe von dem Wasserstoffkernnetz sind, durchaus auch umgestellt werden können.
Das ist natürlich die infrastrukturelle Betrachtung. Dann ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, wie groß ist die Menge Wasserstoff, die es dann gibt. Ja, ich glaube, aber da darf man auch nicht den globalen Markt unterschätzen, dass es da durchaus einen Hochlauf geben kann. Herr Habeck sprach heute Morgen auch die heimische Elektrolyse an. Also ich glaube, dass wir in 4-5 Jahren da mehr wissen als heute. Und wichtig ist an der Stelle halt für uns, dass man alle Optionen offen hält an der Stelle. Aber ich glaube auch alle Kommunalpolitiker, die Wärmeplanung machen, haben auch ein Gefühl dafür, was sind jetzt sozusagen realistischere Möglichkeiten. Und ich glaube, man wird erst mal schauen, dass man alle heimischen erneuerbaren Energien versucht zu erschließen. Und die Lücke, die dann bleibt, die kann dann durch Wasserstoff an der Stelle gefüllt werden. Das kann man auch aus diesen Studien entsprechend ablesen. Frau Weber-Moritz, noch abschließend zum sozialen Sprengstoff. Was soll man machen, entschärfen oder sprengen? Ja, also bei der Frage, erstmal vielen Dank für die Frage, finde ich sehr gut. Also bei der Frage, wie radikal die Maßnahmen sein sollten, das kann jede für sich beantworten. Ich habe da auch meine Meinung, aber ich glaube, die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen und dass über 50% der Berlinerinnen sich dem angeschlossen haben, zeigt doch, dass wir gerade ein Problem haben, was also dermaßen unter den Nägeln brennt. Wie auch immer man jetzt bewertet, ob ich sage immer, es geht um Vergesellschaftung, nicht um Enteignung, wie auch immer man diese Maßnahme jetzt bewertet. Aber wir sitzen wirklich auf Sprengstoff. Und ich will noch mal auf einen Punkt hinaus. Und zwar, was wir jetzt erleben, ist, dass die Debatte in eine andere Richtung geht. Nämlich, was gerade versucht wird, ist, dass gegen Klimaschutz, gegen soziale Maßnahmen ausgespielt wird. Stichwort Maps-Debatte. Ich will das nur mal so hier sagen. Und warum ist das eigentlich so? Das muss sich doch gar nicht ausschließen. Wir haben vor Jahren mit der Deutschen Umwelthilfe ein Projekt ins Leben gerufen. Da sind wir heute noch dabei, in Kooperation zu überlegen, wie kann Mieterschutz und Klimaschutz eigentlich zusammengehen? Stichwort sozialverträglich Wärmewende, warmmietenneutrale Sanierung und so weiter. Warum diskutiert das eigentlich niemand? Warum verschwinden die Konzepte zur Teilwarmmiete in den Schubladen der FDP? Also ich will nur mal sagen, wir müssen, glaube ich, also für alle Klimaschützerinnen, man darf sich das nicht gegenseitig ausspielen lassen, weil es ist eine Frage von Ideen, Kreativität, Konzepten, die es auch schon gibt, das zusammenzudenken und das geht, das muss auch irgendwie gehen und also da lasse ich mich auch nicht von abbringen und ich will nochmal zum Thema Neubau sagen, ja, wir brauchen auch neue Wohnungen, wir haben auch wiederum in einer Studie mit der IG Bau herausgefunden, dass 700.000 Wohnungen bundesweit fehlen, aber ich sage auch gleichzeitig, dass Neubau nicht alle Probleme gleichzeitig löst, wenn man mal guckt, in Berlin kostet eine durchschnittliche Neubauwohnung pro Quadratmeter mindestens 16 Euro. Das ist keine für breite Schichten bezahlbare Wohnung. Ja, wir brauchen Neubau, aber bezahlbaren und vor allen Dingen im sozialen Wohnungsbau brauchen wir Wohnungen. Aber es ist nicht die Lösung aller Probleme, um aufs Mietrecht nochmal zurückzukommen. Es ist schon ein Ärgernis, dass selbst die minimalen Maßnahmen, die Koalition sich überlegt hat, die im Koalitionsvertrag stehen, nicht angegangen werden vom Bundesjustizminister. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das eine tun, das andere nicht lassen. Ja, Investitionen in den Neubau, in den bezahlbaren, aber wir brauchen auch eine Reform des Mietrechts, weil was wir jetzt gerade erleben, das ist einfach, daran sieht man ja, dass die Begrenzungsmöglichkeiten einfach nicht ausreichend sind. Es gibt viel zu viele Umgehungsstrategien. Wer in Berlin mal eingibt, möbliertes Wohnen wird und lange nicht mehr auf Wohnungssuche war, wird überrascht sein, wie viele Angebote es allein in dem Segment gibt, und zwar, weil man damit nämlich wunderbar die Mietpreisbremse umgehen kann. Also das ist jetzt ein Thema, da kann ich auch noch Stunden erzählen, aber ich glaube, alle, die mieten oder auch sich mit dem Thema beschäftigen, kennen das. Und deswegen, ich lasse mir das nicht nehmen, die Themen nicht gegeneinander ausspielen lassen. Ganz im Gegenteil, Konzepte entwickeln, Ideen entwickeln, wie wir Klimaschutz und Mieterschutz zusammenbekommen und insgesamt eine sozialverträgliche Wärmewende hinbekommen. Ja, vielen Dank. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir kriegen das hier sehr deutlich signalisiert. Ich möchte mich sehr herzlich für dieses Panel bedanken, an Sie als Inputgeberin des Panels, an das engagierte Publikum für die Fragen, spannenden Fragen. Und ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen.
Zum einen, Wärmewende ist möglich. Wir haben hier die Beispiele gehört und man kann das auch noch verbreiten und in anderen Regionen aufziehen. Es wird ja die kommunale Wärmeplanung bundesweit auch ausgerollt. Das heißt, es wird also stärker in die kommunale Praxis, in der kommunalen Praxis noch verankert. Wir haben aber auch Baustellen besichtigt, an denen noch viel Arbeit vor uns liegt, besonders im Bereich Sozialpolitik, soziale Abfederung. Das ist überfällig und notwendig, sich damit noch stärker zu beschäftigen. Wir bleiben am Ball, werden das Thema weiter begleiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Verlauf dieser Konferenz und wollte noch darauf hinweisen, gleich ist eine Kaffeepause, die geht bis 16:45. Dann geht es hier weiter im großen Saal mit der Abschlussdiskussion und Sie können in der Kaffeepause die Game Changer, also die guten Beispiele der Wende, besichtigen draußen im Foyer. Also es ist ein Networking-Event, also wenn Sie da jetzt dazu Lust haben, dann seien Sie herzlich dazu eingeladen. Also vielen Dank und viel Spaß weiterhin.